Schuld hat die Inflation. Schon 2022 wurden die Mieten kräftig erhöht. Am 1. April soll die automatische Anpassung an den Verbraucherpreisindex die nächste Steigerung bringen. 8,6% mehr bedeuten für nicht wenige Menschen eine Erhöhung, die sie sich nicht oder nur schwer leisten können, bestätigt uns die Expertin der Arbeiterkammer. Die Befürchtungen sind groß, weil wir wissen schon, dass jetzt schon 80% jener, die über geringes Einkommen verfügen, schon nimmer recht wissen, wie sie die Miete zahlen sollen. Und rund 60% bei dem mittleren Einkommen bekommen schon Angst vor der nächsten Mietrechnung. Also das wird durchaus immer schlimmer. Seitens der Vermieter sieht man das anders. Man könne schließlich nichts für den gestiegenen Verbraucherpreisindex, der von der hohen Inflation befeuert wird. Das ist halt die Frage, wieso der VPI so steigt. Es sind hauptsächlich die Energiekosten, die dafür verantwortlich sind. Und wenn man ein bisschen international sich umblickt, in der Schweiz hat man eine Inflation von 3% und hätten wir die auch, würden wir uns die ganzen Diskussionen jetzt ersparen. Es gäbe diese Kostensteigerungen nicht in dem Ausmaß. Wir haben ja leider sehr viele Mietverträge, die Index angepasst sind. Das heißt, die müssen ständig damit rechnen, dass die nächste Mieterhöhung kommt. Das ist eben auch die Forderung des Mietpreisdeckels weg von der Indexanpassung, weil es eigentlich keinen Grund gibt, die Kaltmiete an den Index anzupassen, weil die Betriebskosten muss ja der Mieter selber zahlen. Der angesprochene Mietpreisdeckel scheitert an Unstimmigkeiten in der Regierung. ÖVP und Grüne werden sich wohl nicht so schnell einigen. Aktuell kostet eine 100 Quadratmeter Wohnung am freien Markt im Zentralraum um die 1000 Euro Miete. Ja, ich würde sagen, im freien Markt wird man im Bereich zwischen 9 und 10 Euro sein. Und wir müssen auch immer wieder die Kirche im Dorf lassen. Natürlich ist das nicht billig, aber im internationalen Vergleich haben wir nach wie vor keine teuren Mieten. Doch der Mietpreisdeckel muss kommen, verlangt die Arbeiterkammer. In den letzten 10 Jahren sind die Mieten ungefähr doppelt so hoch gestiegen wie die Inflation. Das hat im vorigen Jahr für einen durchschnittlichen Mieter, Mieterin ein Plus von 450 Euro Kassen in einem Haushalt. Also es wäre dringend notwendig, ist eine ganz große Forderung von uns, weil sonst wissen wir nicht mehr, wo das noch hinführt. Ja. Auf Vermieterseite sieht man die Situation nicht so dramatisch. Niemand wurde gekündigt, weil er seine Miete nicht mehr zahlen konnte. Wir verwalten 18.000 Einheiten und wir haben in den letzten Wochen keinen einzigen derartigen Fall gehabt. Dass es natürlich Nachfragen, telefonische Nachfragen gibt und dass immer wieder versucht wird, über Mietpreise zu diskutieren, das ist natürlich klar und legitim. Wenn auch die Mieten weiter steigen, so gilt zumindest ab 1. Juli das Bestellerprinzip. Wer also einen Makler beauftragt, muss dann auch die Provision zahlen.